Wo geht Walter heute Abend mit dir hin? Ins Leithaus. Hast nie davon gesprochen? Ich dachte nicht, dass das nach deinem Geschmack ist. Was wäre denn nach meinem Geschmack? Wenn du es rausgefunden hast, sag's mir. Jedes Mädchen muss seinen eigenen Weg finden. Hi. Wir haben vorhin miteinander telefoniert. Ich bin Debbies Freundin. Er ist ein Zwerg. Ist dir doch nicht peinlich, mit einem Zwerg zu reden, oder? Es ist mir ganz sicher nicht peinlich, mit einem neuen Nachbarn zu reden. Aber nenn ihn bitte nicht immer Zwerg. Haben Sie sich schon mal die Karten legen lassen oder sowas? Fangen wir an? Glenn Close. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass mein Leben sich ändern wird. Es ist ein sehr starkes Gefühl. Cameron Diaz. Wie sieht er aus, Schwesterherz? Blendend. Stattlich? Sie riechen auch gut. Calista Flockhart. Sie haben wohl großes Interesse daran, einen Mann zu finden. Nun, Sie werden bald einem begegnen. Ein völlig neuer Mann. Kathy Baker. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich glaube, Sie ziehen in das Haus gegenüber von mir ein. Ich kann Sie mitnehmen, wenn Sie möchten. Amy Brenneman. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gefunden? Ja, es waren genug Tabletten, um ein Pferd einzuschläfern. Und Holly Hunter. Glauben Sie, die Männer in der Bank haben was dagegen, dass eine Frau ihr Chef ist? Denken Sie, sie haben sexuelle Fantasien von mir? Oh! Sie sind sehr verschwiegen und können Leuten nur schwer vertrauen. In einem außergewöhnlichen Film. Ich bin in der 6. Woche schwanger. Über ganz normale Frauen. Glaubst du, auch für ein blindes Mädchen käme ein Brustimplantat in Frage? Ihr gar nicht so normales Leben. Auf der Suche nach Liebe und Glück. Gefühle, die man sieht. Nur ein Narr würde über das Leben einer Frau spekulieren. Da muss jeder ganz allein durch. Gefühle, die man sieht.